Aber sie gehört zweifelsfrei zur zweiten Garde in Spanien und sie hat lediglich dann eine Chance, wenn Martina Hingis verwundbar ist aufgrund der fehlenden Matchpraxis. Denn seit dem Ausscheiden bei den French Open liegen doch mittlerweile fast 3 Wochen. Aufschlag Hingis. Den Platz versucht aufzuteilen, aber wenn sie dann die Chance hat, selbst das Heft in die Hand zu nehmen, dann geht sie couragiert auch nach vorne. Aber was für Unterschiede in diesem Spiel. Zuvor ganz schwaches Aufschlagspiel und jetzt wieder, wenn sie reagieren kann, wenn sie mit dem Tempo der Schweizerin die Ballwechsel mitgeht, dann ist sie brandgefährlich und mittlerweile hat Martina Hingis jedes auch nur schemenhaft zu erkennende Konzept verloren. Geht mal vor, dann versucht sie wieder Juano Pascual auf der Rückhand festzunageln. Also da scheint doch einiges im Argen zu sein und ich bin eben der Meinung, man kann nicht einfach vom Sand auf den Grasboden wechseln, ohne ein paar ernsthafte Punkte gespielt zu haben. Time. Und das spürt man bei Martina Hingis ganz deutlich, vor allen Dingen, wenn es in die langen Ballwechsel geht. Sie scheint mir doch beim 6. oder 7. Schlag jedes Mal ziemlich ratlos zu sein. Wieder so eine Aktion, da war sie schon fast bereit zum Return und schnappt sich jetzt noch mal die härtere Bespannung. Thirty fifteen.
31. Geschickt. Kann aus diesem Slice einfach nichts machen. 5-1 für Juano Pascual. Mr. Juano Pascual leads 5 games to 1. Nervös, wie ein aufgescheuchtes Hinkel. Läuft die da hinten an der Grundlinie entlang. Ha, ist da noch was zu retten? Ich glaub's nicht. Der segelt über die Linie hinaus. Nach 2 Spielbällen Einstand. Advantage Missingis. Wait, please. Oh, guys, thank you. Thank you.
zu lang. Advantage Missingi. Bekommt es nicht gebacken. Immer wieder lässt sie noch ein Hintertürchen offen für die Spanierin. Und die lässt sich das nicht zweimal sagen. Wieder Einstand. Advantage missing. Game missing. Da hat sie im letzten Moment noch die Kurve bekommen. Mit Juano Pasquale, 5 games to 2, second set, and by 1 set to love. Und wir dürfen sogar konstatieren, sie hat gekämpft in dieser Situation. Und soll dieses Dehnen etwa Vorschub leisten auf eine sich abzeichnende Verletzung? Sah fast so aus. Drei Matchbälle. 40 love. Oh, jetzt sieht es doch nach Abschenken aus, was Martina Hingis da vollführt. Aber ihr kann es wirklich egal sein. Game. Die erste fette Überraschung des Turniers ist perfekt. 6-4, 6-2. Virginia Ruano Pascual
Nummer 83 der Welt wirft die Nummer 1 aus dem Turnier mit 6:4 und 6:2. Die Spanierin, immerhin auch schon 10 Jahre auf der Tour dabei, hat mit ihrer Erfahrung gespürt, heute geht was, heute ist was drin. Und Martina Hingis, deren Spiel ist nach dem ersten Aufschlagverlust im ersten Satz zum 2:4 das Spiel aus den Händen geglitten. Es ist zerbröselt wie ein oller Marmorkuchen. Und ich sage es nochmal, in diesem Sinne ist ihre Vorbereitung als gescheitert anzusehen. Ohne Matchpraxis in dieses Turnier. Das funktioniert halt nicht. Und sie ist nicht der Typ, der dann einen Gang zurückschalten kann und mal einfach auf Sicherheit spielt. Nein, sie wollte weiterhin mit dem Kopf durch die Wand. Und Anerkennung für die Spanierin, die mit Sicherheit heute einen sehr guten Tag erwischt hat. Ob ihr Landsmann Juan Carlos Ferrero gegen Luke Milligan hier nachfolgen kann, das werden wir gleich beobachten auf diesem Court. Hier wird jetzt mal ein bisschen reine gemacht. Es gibt eine kleine Pause und dann melden wir uns rechtzeitig zum Beginn dieser nächsten Partie.